Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Abstandbox von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Abstand von Casey Rebel. Wir haben hier eine quadratische Box, relativ hoch das Ganze. Und wir sehen schon auf dem Cover oder hier unscharf im Hintergrund Patronen, Munition, Munition überall. Also wirklich komplett durchgängig auf allen Seiten diese Unmengen an Patronen. Casey Rebel Abstand lesen wir hier in weißer Schrift. Und wir haben hier einen FSK 16 Aufkleber, der uns natürlich auf eine DVD hinweist. Wir werden diesen gleich mal abmachen. So, dann schauen wir noch mal kurz auf der Rückseite. Hier haben wir einen Barcode und die Credits, ansonsten keinerlei Info, was sich in der Box befindet oder sonstige Texte. Dann schauen wir mal in die Box hinein. Also keine Klappbox, sondern der Deckel komplett abnehmbar. Von innen das Ganze schwarz. Und als erstes kommt uns entgegen das Album an sich. Abstand. Legen wir es mal kurz beiseite. Und dann haben wir hier so eine kleine Schlaufe, mit der wir das Ganze anheben können. Also das ist ein Zwischenelement, wo die CD Platz findet. Und dann haben wir hier die eigentliche Box, den eigentlichen Stauraum. Wir haben hier einen Infozettel über die FSK-Kennzeichnungen. Den werde ich mal entfernen. Dann haben wir hier die Rebel Army EP, die Abstand Instrumentals und die DVD Road Trip. Gehen wir mal hier separat. Ein T-Shirt, eine Cap inklusive Patch. Dann haben wir hier einen riesigen oder einen ziemlich großen Sticker und ein Poster. So, die Box von innen, also hier an den Seiten so mit Karton nochmals verstärkt. Und natürlich könnt ihr dann wieder hier diesen Zwischeneinleger hineingeben. Und dann machen wir das Ganze mal wieder zu. So, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Casey Rebel Abstand. Ich dachte erst, das Cover wäre dreckig, also die CD-Hülle, aber das gehört zu das Bild, also es ist etwas unscharf fotografiert und auch hier diese Farbspritzer, diese Kleckse, diese vermeintlichen Bildfehler sind so gewollt, sind Stilmittel. Oben lesen wir Banger Musik präsentiert und hier unten lesen wir Casey Rebel Abstand. Hier ist das Ganze auch nochmal beschriftet mit, Casey Rebel Abstand lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl, einige Features und noch eine DVD, die Casey Rebel Fata Morgana Live DVD, also von seinem letzten Album, von seiner letzten Tour, eine Live-Aufzeichnung. Wir haben bei den 16 Tracks Features von Moe, 18 Karat, Summer Jam, Frida Gold, Cool Savage, Farid Bang, PA Sports, Kianusch und Kollega, jede Menge Features also. Meine drei persönlichen Favoriten des Albums sind iPhone 17, Ich brauch dich und Television. Also Television, eher düsterer Track, aber so gesellschaftskritisch oder bezüglich der Weltpolitik, der aktuellen Lage. Und der Track iPhone 17 ist mehr so ein lustiger Track, so eine Zukunftsprognose, was in der Zukunft so abgehen wird, eben zur Zeit, wenn das iPhone 17 dann rauskommen wird. Und Ich brauch dich ist so ein Liebestrack, so ein Sehnsuchtstrack, wo Casey Rebel eben darüber singt, dass er eine Frau an seiner Seite braucht. So, dann kommen wir mal zum Booklet. Vorher haben wir hier noch einen Einleger. 10% Rabatt beim Banger Store. Könnt ihr natürlich gerne einlösen, falls dieser noch gültig sein sollte.
Ja, Store. Dann haben wir hier noch einen Einleger zu rebelshisha.de. Also Casey Rebel ja relativ dick im Geschäft, was Shisha und so Shisha-Lounges betrifft. Seht ihr ja. Haben wir hier 3 Lounges in Köln, Stuttgart und Hamburg und 3 Rebel-Shisha-Shops. Noch einen Einleger zur Casey Rebel Abstandtour 2017. Die ist ja mittlerweile vorbei. Casey Rebel Abstandtour 2017. Und dann kommen wir zum eigentlichen Booklet an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Aufnahmen von Casey Rebel inklusive der Tracks aufgelistet und wer daran mitgewirkt hat. Sehr schön. Das zieht sich auch vom Design so durch hier mit diesem türkisen Licht und der orangen Schrift. Gefällt mir richtig gut. Dann hier einmal Casey, allerdings ohne türkisem Gesicht. Ah, hier ist es wieder. Weitere Tracks. Und dann haben wir hier noch die Infos zu DVD bzw. die Credits. Alles klar. Dann haben wir die Abstand Instrumentals. Ich habe jetzt schon das Booklet gezeigt, fällt mir gerade an. Da fehlt doch noch was. Das ist das Album an sich, Abstand, so sieht die CD aus. Und dann haben wir natürlich noch eine DVD auf der Rückseite. Diese ab 12, die Fata Morgana Live DVD. Und hier hinten lese ich nochmal Casey Rebel Abstand. Okay, jetzt aber das Album fertig. So, dann kommen wir zu den Instrumentals. Die sind hier relativ schlicht gehalten vom Design. Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Casey Rebel Abstand Instrumentals lesen wir hier. Tracklist nicht abgedruckt. So sieht die CD aus. Casey Rebel Abstand Instrumentals. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP, die Casey Rebel Rebel Army EP. Wir haben hier 5 Tracks an der Zahl und Features von PA Sports, Summer Jam, 18 Karat, Play 69, Jasko, nochmal Summer Jam und Majo. Also 4 neue Tracks und einen Remix von Benz AMG. So sieht das Ganze aus. Auch wieder relativ schlicht mit Schwarz und Weiß gehalten. Und dieses ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine DVD. Diese auch wieder in einer Papphülle. DVD Roadtrip. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wo Casey da jetzt unterwegs war. Dieser ist ab 16. Also ich schätze mal wegen der Sprache. Ich glaube jetzt nicht, dass da groß Gewalt oder etwas gezeigt wird, aber ich schätze mal, es ist die Sprache etwas explizit. Muss ich mir mal anschauen, wo Casey da durch die Gegend gefahren ist. Dann haben wir nur einen Sticker, dafür der relativ groß. Also im Querformat Rebel Army hier mit diesem Anarchie-Logo. Groß rote Schrift auf weißem. Beziehungsweise ich glaube, das ist sogar durchsichtig. Also dass man wirklich dann nur die Schrift sieht. Ja. Also man sieht es hier schon, es löst sich hier leicht, aber es ist hier durchsichtig und dann wirklich auch nur die Schrift zu sehen. Sehr schön, also vielleicht als Heckscheibenaufkleber oder so zu verwenden. Dann haben wir ein Poster, beziehungsweise ja, ein doppelseitiges Poster. Jetzt muss ich nur schauen, weil das, ja, sehr gut, das zusammengeklebt ist. Wir haben hier Casey, auch wieder in diesem orange, mehr oder weniger türkis, blau-grünem Licht. Unten lesen wir noch Casey Rebel Abstand, das Ganze im Hochformat. Und dann haben wir noch im Querformat, in Posterform, seinen Gold Award. Mit seinem letzten Album Fata Morgana ist Casey ja Gold gegangen, sprich er hat in Deutschland mehr als 100.000 Alben verkauft. Hier lesen wir das. Für mehr als 100.000 in Deutschland verkaufte Alben. Jawohl. Also, für welche Seite ihr euch entscheidet, ist natürlich wie immer euch überlassen. Kann zwar jetzt nicht ganz mit dem
Gold Award von Kollegen mithalten. Aber ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass man das in Posterform nochmal macht. Finde ich echt gelungen. Und dann haben wir noch eine Cap und ein T-Shirt. Schauen wir uns erstmal die Cap an. Diese in schwarz gehalten. Und hier haben wir die Möglichkeit, bei diesem Klettverschluss, okay, bei diesem Klettverschluss einen Patch anzubringen. Also dieser natürlich vom Farbmuster passend. Aber in den Banger Musikboxen ist ja meistens so ein Patch drinnen, wenn nicht sogar mehrere. Das heißt, ihr könnt natürlich auch andere Patches da drauf machen. Hier dieses R. An der Seite aufgestickt Banger Musik Abstand Rebel Army Edition. Es handelt sich hier um eine Snapback, sprich ihr könnt das Ganze natürlich hier Größen verstellen. Von innen sieht das so aus. Und wir haben hier noch das Logo von Banger Musik und 100% Cotton Made in Vietnam. Alles klar. Der Patch, den gebe ich jetzt mal wieder drauf. So. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Dieses auch in diesem Camouflage-Muster, in dieser Camouflage-Optik. Also, so sieht das Ganze aus. Das Muster zieht sich hier komplett durch. Wir haben keinen Aufdruck, auch keinen Neckprint. Allerdings haben wir, wie immer bei diesen Banger-Shirts, Banger-Musik-Shirts, hier unten den Aufnäher Banger-Musik Abstand Rebel Army Edition. Also genau wie auch auf der Cap schon. Und auch hier wieder das Etikett von Banger-Musik. Hier steht leider keine Größe dabei. Es wird wohl L sein. Druck nicht bügeln, 100% Cotton, Made in Turkey und die Waschhinweise. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch kurz an, wie das Ganze aussieht. Also die Cap in Kombination mit dem Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das T-Shirt komplett eben in dieser Camouflage-Optik. Und das Ganze in Kombination mit der Cap. Die Cap sowohl am Schirm unten als auch am Schirm oben in dieser Camouflage-Optik und natürlich der Patch, den ihr aber gerne auch austauschen könnt oder auch ohne Patch tragen könnt. Die Cap an sich finde ich echt schön, das T-Shirt genauso, muss jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt so in Kombination damit rumlaufen, also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, Cap und T-Shirt so zu kombinieren, aber eins davon an sich kann man auf jeden Fall gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, meiner Meinung nach ist das Größe L. Dann diese Snapback Cap inklusive des Patches. Das doppelseitige Poster, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Der Rebel Army Aufkleber, Heckscheibenaufkleber, sage ich mal. Die DVD Road Trip. Die Rebel Army Bonus EP. Die Abstand Instrumentals. Das Album an sich, Abstand, inklusive der Fata Morgana Live-DVD. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box, Abstand von Casey Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.